Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong. Heute in den Mystic Forest geht es. Und zwar ist das Welt Nummer 5. Schauen wir uns das ganze Ding doch mal an. Okay. Es gibt wieder ein neues... Okay. Wir können jetzt die Laufbandrichtung drehen. Gut, das wirkt zumindest interessant und ich habe den Ingame-Sound ziemlich laut. Ich hoffe aber, dass das passt, weil die letzten Male war es immer ein bisschen leise. Aber gut, wir werden sehen. Denn das Problem ist ja, das habe ich ja vorher schon mal gesagt, ich kann hinterher nicht wirklich noch was daran ändern. Und ja, okay. Das heißt, ich muss den Schlüssel darauf kriegen. Das heißt, ich muss das Laufband ändern. Dann nehmen wir uns den Schlüssel, werfen ihn darauf, hinterher. Und Moment, jetzt müssen wir ganz schnell das Ding... Schaffe ich das? Sauber. Na, das war's ja dann schon. Ha. Frage ich mich, ob ich das wieder zu einfach gestaltet habe, aber ich glaube nicht. Ja, vielleicht war es sogar geplant, dass man da wieder rüber geht und das Laufband hin und her bewegt, aber warum kompliziert machen, wenn es ja auch einfach geht, ne? So, schauen wir mal. Die Laufbandrichtung ist, glaube ich, für den Moment nicht so wichtig. Eigentlich könnte ich da auch direkt durch. Wobei, wenn ich das Laufband ändern würde, könnte ich da von links... Ja, ich glaube, ich ändere das mal. So. Oh, komm. Ah! Ach nö, ich wette, ich hätte jetzt die perfekte Wertung gekriegt, aber nee, ich musste mich natürlich treffen lassen, weil ich hatte vorgehabt, dort mit so einem schicken Jump nach oben zu kommen. Ja, yep, genau das hatte ich nämlich vor. Oh, Mario. Mein Gott, du kannst doch da wohl ans Seil springen. Erzähl mir doch nichts. Gut, genau das wollte ich. Denn jetzt kann man... Ah, okay, ich merke schon, dass es nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Hep. Ah, gut, konnte ich ja unten durch. Warten... Hoch. So, wir könnten Laufband nochmal ändern, aber warum sollten wir das tun? Hep. Wenn es auch so geht, na also. Hätte ich mich gleich so angestellt, dann wäre das kein Problem gewesen, aber gut. Aber gut. Ja, kein Stern, war klar. Ich hoffe doch, Gamer Ente, du holst für mich das alles noch nach. Hast du auch ein bisschen Spaß an dem Spiel. Aber das ist ja noch nicht die letzte Welt, weil es gibt ja danach noch eine, ne? So... shit, ich habe jetzt gar nicht auf die Farben geachtet, muss ich gestehen. Ich glaube, rot war das Gute, ne? Ah, aber gut, ich habe 40 Leben. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ist das ein neuer Hammer? Ach so, es geht jetzt darum, dass wir das jetzt so betätigen müssen, dass wir den Hammer weiterhin behalten können. Gut, gut, wieso auch nicht... Ich merke schon, da gibt es einige, die... Ah, die können wir wahrscheinlich sonst nicht besiegen, weil die da Speere in den Händen haben, ne? Aber gut, ich... Ach, da ist der blaue Schalter. Gut, ich würde sagen, wir töten einfach alles, was auf unserem Weg liegt. Und dann haben wir auch kein Problem. Ah, ich merke schon. So, aber mehr kann ich von hier nicht töten. Weil ich hier den Schalter erstmal aktivieren muss. Na gut, dann gehen wir wieder rüber. Und dann machen wir das so. Genau. Na, also nicht zu schwer. Muss ich den... Ja, muss ich. Komm her. Na also. Und jetzt auch du. Na also. Hätten wir... Nein, ich will den Hammer nicht mehr. Danke. So. Und jetzt... Das ist ja nicht mal schwer. Ich meine, wo war denn da am Ende jetzt die Schwierigkeit, den Schlüssel mitzunehmen, wa? Ich weiß nicht. Gut, das Level ging wieder. Scheint eigentlich gar nicht so schwer zu sein, die Welt. Zumindest bis jetzt. Es ist halt ein bisschen... naja, eigentlich war ja nur der zweite Abschnitt vom ersten Level jetzt ein bisschen komplizierter, aber auch nicht der wirklich. Und wie komme ich da drüben hin? Wie zur Hölle soll ich denn da rankommen? Da kann ich doch niemals hochspringen. Vielleicht, wenn ich einen anderen Schalter aktiviere? Ah, ich sehe schon. Ich muss den... Ja, aber wie soll ich einen gelben... Ach, da vorne ist noch ein gelber. Gut. Kann ich auf dich raufspringen? Cool. Denn ich denke, dadurch, dass ich das aktiviere, kommt der weiter, genau. Und dann muss ich dieses Ding wahrscheinlich dazu bewegen, mir ein bisschen zu helfen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den roten aktiviere, wenn der in der Nähe ist, hoffen wir mal, dass das klappt, so ich mir das vorgestellt habe. Ah, ich meine, wie soll ich denn das abschätzen? Ich sehe doch gar nicht, wo der ist. Oder gibt es da drüben noch... Ach, da drüben gibt es noch einen. Ah. Gut, gut. Gut, gut, gut. Dann wird das so von... Ah, nein, es hat schon geklappt, wie es klappen sollte. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Eigentlich hatte ich... Wow, na, Mario. Komm schon, stell dich mal nicht so an. Verliere ich eigentlich Zeit, wenn ich da so runterfalle? Habe ich nie drauf geachtet. Gut, gehen wir da jetzt mal rauf. So. Dankeschön. Springen Sie ran. Ah, Mann.
Okay, das heißt, den muss ich aber jetzt noch schnell aktivieren, weil ich muss den wahrscheinlich mitnehmen, weil sonst komme ich ja nicht zum Ziel. Gut, das heißt, wir machen das so. Dann muss ich den irgendwie dazu bewegen, wieder runterzufallen. Ungefähr so. Nein, du Warum stirbst du denn davon? Ah, Mensch, gut. Auf ein neues. Auf ein neues. Komm schon. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ich hab's mir nur eben um eine ganz kleine Ecke kompliziert. Ah. So geht das also auch nicht. Also muss ich es doch so machen, wie ich es eben gemacht hatte, oder wie? Weil, außer ich komme da noch schnell auf ihn drauf. Dann wäre das vielleicht besser zum Abschätzen. Weil so sehe ich wenigstens, wo das Vieh ist. Ist besser, als wenn ich das willkürlich mache. Gut, dann lasse ich mir für das Level mehr Zeit. Ha, wenigstens kann ich jetzt wieder sehen, wie lange die Episode hier aufnimmt. Das war ja beim letzten Mal nicht der Fall, weil ich da ein bisschen was fail designt habe bei der Session, sag ich mal. Aber gut, diesmal müsste es klappen. Und gut, jetzt kann ich... Moment, nee, warten wir mal kurz. Ich würde kurz die Speed-Taste halten, aber ich denke mir, nee, wozu? Komm her, komm, dann... Oh, nein, bleib da dran. Na, oh, gut. Nein, das war zu früh. Nein. Ah. Mensch, ich habe vergessen, dass ich ihn ja da runterfallen lassen muss. Mein Gott. Ah, Mario. Komm. Stell dich mal nicht so an. Kann ich da schon? Nee, kann ich nicht. Aber jetzt. So, rüber. Mein Gott. Ohne Scheiß jetzt. So. Das war es mir jetzt wert. Und jetzt rüber. So, okay. Und so. Genau, und das ist jetzt... Nee, oder? Ist das jetzt echt passiert? Ist das jetzt echt so passiert? Ich krieg eine Macke, ey. Ich hab doch alles richtig gemacht. Aber dieser Scheißtyp hat das nicht gebacken gekriegt. Er hat das nicht gebacken gekriegt, ey. Ich weiß es nicht. So. Nein, spring doch jetzt schneller darauf. Komm schon. Hat's noch geklappt? Na also, immerhin. Immerhin. Aber das regt mich trotzdem auf. Und jetzt wieder. So, ist mir egal. Ich spare da jetzt die Zeit, weil warum soll ich das jetzt noch so lange laufen lassen, wenn... Na, nein. Meine Fresse. Ah, das Level hier stresst echt. Ich weiß auch nicht, was heute los ist, aber irgendwie will es heute nicht. Und ich habe noch gesagt, die Welt ist leichter. Die ist eigentlich auch in gewisser Hinsicht leichter als die Geisterwelt. Sie ist nur ein bisschen blöde aufgebaut, wie man alles machen muss. Man muss eben... Was? Wie hast du das geschafft? Der war doch schon drauf. Mein Gott. So, jetzt nochmal. Fahr rüber. Dein Affenarsch. So. Mann. Ey, ich hasse die Controls langsam in diesem Spiel. Die sind scheiße. Gott, ey. Was gibt Schlimmeres als schlechte Controls? Ja, gar nichts. Nein. Wow, das war knapp jetzt. So, lauf darauf. Und jetzt fall runter. Danke. Und ich merke schon, die muss ich jetzt nochmal aktivieren, sonst wäre das ganz schön fail. Und jetzt bitte, Mario, häng dich da endlich mal ran. So, gut. Hat ja lange genug gedauert. Mensch. Ja, hurry am Arsch, ey. Meine Fresse, war das Level scheiße. Ohne Witz. Ich glaube, das war eins der behindertsten Level, die ich so weit gespielt habe. So, schauen wir mal. Die gelbe ist die Absturztonne, die wir nicht wollen. Versuchen wir, die mal wegzukriegen hier. Und ganz ehrlich, wenn die Aufnahme jetzt so lange dauert, ich glaube, dann wird das heute wirklich das erste Mal eine Welt, wo ich nicht die komplette Welt in einem Part mache. Zumindest bei so einer Länge, weil das wäre mir dann im Endeffekt zu viel. Vielleicht mache ich das dann aber so, dass ich am Samstag den einen Part und am Sonntag dann den anderen bringe. Das muss ich sehen. Aber mal sehen. Außer ich schaffe jetzt die nächsten Level schneller. Ach, jetzt müssen wir damit arbeiten, ja? Gut, ist ja nicht unbedingt was Neues. Das haben wir schon im ersten Level gesehen, dass das so funktionieren soll. Lasst mal sehen. Also gelb ist am Ende zumindest fail. Das heißt, wenn ich hier tausche, muss ich auch wieder rot aktivieren.
Wir können dort draufspringen, ne? Eigentlich frage ich mich gerade, ob ich das wieder ohne darüber zu gehen schaffen kann. Ich glaube sogar schon. Schauen wir mal. Und erstmal, Moment, erstmal holen wir uns das Ding. So, das war das Wichtigste. So, und das müsste eigentlich auch klappen. Doch, doch, ich glaube, das klappt. Ich glaube, wir müssen da gar nicht rüberlaufen. Nein, schmeiß das bitte mal hoch. Das ist das Einzige, das müsste nämlich klappen. So. Hm. Na, dann mach's doch bitte. So, Moment. Ich muss das nur schaffen, dort dann rüberzukommen. Das heißt, wir machen das wieder. Nein, wir machen das wieder so. Oh, okay, Mario will es nicht so machen. Dann machen wir es eben doch auf den normalen Weg. Weil irgendwie will er den da nicht hochfeuern. So, da hoch. So, jetzt lasst mal sehen. Ich muss definitiv sowohl den Schalter drücken, als auch das betätigen, dass er da drüben liegen bleibt, ne? So, ich kann hinterher. Machen wir das mal. Und dann schmeißen wir ihn dort hoch. So, dann bleibt er da. Jetzt muss ich aber nochmal den roten aktivieren. Ohne... Na, das darf ich ja nicht machen. Das ist ja gerade das Problem. Hä? Ja, das bringt doch nichts. Hä? Moment. So sparen wir uns schon mal Zeit. Nein. Kannst du das da hochwerfen? Nein, kannst du das da hochwerfen? Nein, kannst du das da hochwerfen? Aber bist du bescheuert im Kopf? So, auf einmal geht's ja doch. So. Bringt mir aber sonst alles nichts. Ich muss irgendwie... Erst nochmal drehen, dass ich da überhaupt auch rüberkomme. Dann drehen wir wieder zurück. Wie soll ich denn das anstellen? Ich brauche ja den roten, ne? Nee. Moment, ich lass mal die Zeit ablaufen. Ich muss mir das Level nochmal ansehen. Das ist irgendwie... Das Level ist komisch. Wie mache ich denn? Ah, so wie es jetzt ist, würde der durchfahren. Und dann kann ich... Ah, okay, ich denke, ich hab's kapiert. Gut, ich hab's mir ein bisschen zu kompliziert gedacht. Halt die Fresse. So. Gut. Dürfte eigentlich klappen. Und zwar machen wir das nämlich so, dass ich den Schlüssel auf jeden Fall da nach oben kriegen muss. Das ist eigentlich das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, aber das dürfte auch nicht zu problematisch sein. So, schauen wir mal. Aktivieren wir kurz mal das und stellen den hier ab. Dann hinterher, damit ich kurz gucken kann. Gelb aktivieren. Ja, nee, ich muss das hier drehen. Dann so. Dann hinterher. So, und jetzt heißt das, dass ich quasi den da oben raufwerfe und während der da oben ist, muss ich schnell zurückdashen und die Farbe wechseln. Eigentlich kann ich das aber auch... das will so nicht klappen. Nein, ich hatte nämlich nur noch vorgehabt. Ja. Ja, komm, ich muss den da oben auf das Laufband kriegen. Und nicht hier unten. Das ist dieser... Ah! Mein Gott. Das Level ist... Ey, dieses Level ist echt scheiße. Ich meine, ich habe in etwa die Vorstellung von dem, was ich machen muss, nur das umzusetzen, ne? Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Schaffe ich's? Nee, das schaffe ich auch nicht, oder? Nee, das klappt so nicht. Ich muss also erstmal den aktivieren. Und ich schätze, ich... Ja, aber ich kann den auch nicht nur durchfahren lassen, weil dann klappt das ja wieder nicht. Ich muss das ja so machen. Da drüben fehlt irgendwie was. Die haben das Level, glaube ich, designt. Kriege ich den da oben rauf? Nee, unter keinen Umständen kriege ich den da oben rauf. So, das heißt, ich muss quasi von hier dann weitermachen. Oh mein Gott, dieses Level ist scheiße. Dieses Level fickt dich härter als dein Leben, ey. Ah, so, das heißt, ich muss das Ding noch da drüben raufbekommen. Aber während das da drüben ist, kann ich das Ding nicht festhalten. Das heißt, ich muss dann runter... ich hab's gesehen. Mein Gott, habe ich mich angeschickt. Nein. Doch, genau. Nein, aber das ist der Trick nämlich gewesen. Ah, ich hatte es doch jetzt.
Oh, kann ich Level... Ja, kann ich Neustart? Danke. Bin ich dann aber nochmal... Gut, ich bin nochmal in dem Abschnitt. Gut, gut, gut. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wirklich bis jetzt für mich das härteste Level gewesen. Das war richtig scheiße. Aber gut, wir machen das nämlich so. Dann wechseln wir hier. Gehen hinterher. Und was wir nämlich jetzt machen müssen, ist das Ding hier hochwerfen. Und dann aber darauf achten, dass das Ding mit uns mitfährt. Über uns. So, Moment, warten. Komm. Oh, komm. Oh, gut. Meine Fresse. Das war im Endeffekt echt sauknapp. Aber gut, das hat hingehauen. Oh, jetzt habe ich Angst, wenn die Level so krass schwer sind, ja. Was ist das denn? Ach so, das ist... Ah, Bob-Oms. Wer sie nicht kennt, die sind auch Klassiker aus dem Mario-Universum. Ich weiß spontan nicht, in welchem Teil sie als erstes vorkam. Ich würde wieder tippen, dass es Mario Bros. 2 war, weil da gab es ja welche. Oder waren das Bob-Oms oder normale Bomben? Jetzt nur... Nee, das waren nur normale Bomben. Ah, dann war Super Mario World? Gab es welche in Bros. 3? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind die wahrscheinlich dafür da. Na, danke, dass sie mir diese Felder hier aufbomben. Und ich denke mal, ich kann die auch hochheben, oder? Ja, bist du irre, Mario? Ja, bitte nochmal. Weil ich merke schon, das ist extrem scheiße. Das sieht man jetzt schon. Weil ich muss dafür sorgen, dass diese Bomben also auf der richtigen Seite sind, wenn sie explodieren, ja? So. Danke. Gut, dass das auch nicht lange dauert oder so. Nö, absolut nicht. Moment, ich nehme mich mal noch mit. Komm, das schaffen wir. So, können wir uns hier schon mal den Weg auf Bomben. Und eigentlich bin ich mal so dreist und nehme mir gleich noch eine mit. Und machen wir das da einfach mal komplett auf. Ah. So. Dankeschön, Spiel. So, das heißt, jetzt können wir dadurch... Kam ich da jetzt oben ran? Sauber. Okay, schauen wir mal. Da drüben ist noch eine Dingens, aber da können wir Rot verwenden. Aber, wenn wir Rot verwenden, komme ich nicht ans Ziel. Das heißt, ich muss das Ganze... Moment, geh mal. Danke. Ah, das wäre also nur Farbenwechsel, wenn wir die letzte Box noch holen wollen. Aber ich will die letzte Box noch holen. Deswegen machen wir das mal so. Na, scheiße. Gut, ein Feld ist offen, so komme ich durch. Alles klar. Alles klar. Dann dürften wir das jetzt schaffen. Na. Gut, das Level hier ging eigentlich. Aber ich mag den Einsatz von den Bob-Oms. Die sind eigentlich... Ah, Mist. Was? Du hast mich jetzt getötet? Nee, Leute, also ich glaube, die komplette Welt mache ich in diesem Part wirklich nicht, weil ich bin jetzt schon bei 20 Minuten angekommen. Das kann ich ja keinem zumuten. Ja, dann seht ihr heute richtig. Ich denke, ich werde das dann so designen, dass heute das Projekt entweder am Samstag kommt, ich weiß es noch nicht, oder ob ich das eben so mache, dass ich den Rest der Welt erst in der nächsten Woche zeige. Das werde ich dann spontan entscheiden. Werde ich mal sehen, wie lange ich hierfür noch brauche. Weil, ja, werde ich sehen. Moment. Mann, ey, das ist echt ein Scheißlevel wieder. Ich mag diese Welt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, die Welt... Bob-Oms sind cool. Ich mag Bob-Oms. Die sind in vielen Mario-Spielen echt cool. Und man muss sie halt hier und da mal nutzen, um irgendwie Hindernisse oder sowas aufzumachen. Und das ist teilweise echt genial. Aber irgendwie ist der Rest der Welt voll scheiße. So, da holen wir bitte... Danke. So, jetzt warten wir mal kurz, weil... Dem will ich jetzt nicht zu viel zumuten. Wie ich das aber jetzt machen werde, ist mir den nächsten Bob-Omb schnappen und mir erst unten den Weg darauf machen, damit ich das auf jeden Fall schon mal gemacht habe. So. Mach mir da alles auf. Danke. So, dann kann ich auch gleich den nächsten Bob-Omb nochmal mitnehmen. Weil ich den ja da vorne brauche, ne? Ah! Egal, Hauptsache, da geht ein Feld auf. Gut, das reicht mir schon. Nein! Ohne Witz. Wenn ich dieses Level hier fertig habe, ist die halbe Welt vorbei. Ich mache dann sowas von den Schnitt, ey.
Sonst, ich habe nämlich keine Lust, bei so einem Spiel ohne Altersfreigabe rumzuschreien und was weiß ich zu machen. Ich meine, das ist eigentlich auch nicht meine Art und ich denke mal, es wird auch nichts passieren. Da müsste ja schon wirklich gehörig was schieflaufen. Da müsste ich ja schon in Metal Gear Let's Play irgendwie gegen Ocelot verlieren, in Metal Gear Twin Snakes oder so, dass ich rumschreie oder so. Aber ich glaube, ich bin heute echt gar nicht so weit davon entfernt, weil, wenn ihr geglaubt habt, die letzte Welt war irgendwie anstrengend zu spielen, nee, die war dagegen noch göttlich, ey. Der Buhu, ich würde mir lieber den Buhu zurückwünschen, als diese Welt hier zu spielen. Die ist echt. Und das ist noch nicht mal die letzte. Ich meine, danach kommt ja noch Welt 6. Irgendwie will ich gar nicht wissen, was dann noch alles kommt. So. Ja, nee, eigentlich hätte ich auch von da oben den nehmen können, aber nee. Na, danke. Geh mal weg. Guck mal, wie der erst anfängt zu blinken, wenn ich in der Nähe bin. Du bist so eine Hurenbombe. Ja, und jetzt muss ich sogar zwei werfen, weil ich hier nicht alle kaputt gemacht habe. Mensch. Ja, tut nicht so. Ja, du fängst sofort an, rot zu leuchten, ne? Bleib mal da stehen. Du blödes Ding. Nee. Ah, komm her. Töte ich eben auch noch deinen Bruder. So, warten wir kurz. So. Also, jetzt nehmen wir die nächste noch, weil eine brauchen wir noch. Sonst kommen wir halt nicht durch. Sonst ist uns nämlich der Weg versperrt. Meine Hand passt nicht ganz durch und bla 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 bla. Sauber, zwei aufgemacht. Und jetzt wechseln wir zu blau und dann haben wir es. Ah, das Level war echt scheiße. So. Ich geb dir Whoopi. Was, das war jetzt das dritte? Ich bin noch nicht mit der Hälfte fertig? Moment, muss ich schauen. Ich will wenigstens bis zur Hälfte gespielt haben. Vorher mache ich den Schnitt nicht. Mensch, na? Ich glaube, die gelbe war wieder die schlechte, ne? Ah, der macht irgendwie so gut wie nie die schlechte zuerst kaputt, ne? War doch jetzt richtig, oder? Ah, toll, jetzt habe ich die gelbe umsonst geopfert, ja. Ein Level eigentlich, oder 1, 2, 3, danach kommt 1, 2, 3 und der Boss. Komm, die machen wir noch. Egal, dann machen wir das hier noch. Schauen wir zumindest mal. Oh, scheiße sieht das hier aus. Das sieht mal nach einer Menge Arbeit aus. Aber es sieht nicht wirklich kompliziert aus, weil eigentlich muss ich ja nur, wie es aussieht, den roten betätigen. Wo ist denn der rote Schalter überhaupt? Ach so, da ist der blaue. Ah. Gut, das heißt, ich muss einmal. Achso, ja. Sollte in die Richtung bleiben, damit uns dann. Nee, in die Richtung sollte das bleiben. Ist klar, weil ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich da am Ende rüberkomme, weil sonst hätte ich ja richtig verkackt. So, oh, Fledermäuse. Igitt. Hat die gerade an Mario geknabbert oder was? So, hoch hier. Ich muss da irgendwie hoch genug sein, dass ich da rüber jumpen kann. Gut. Nee, machen wir das mal von der anderen Seite, glaube ich. Sieht aus, als hätte das mehr Erfolg, das so zu machen, genau. Und rüber. Und so. Nein, so. So, und dann müssen wir hier nämlich den Schalter wechseln. Gut. Durch. Dann hier die Richtung drehen. Ah, ich drehe damit also auch diese Laufbanddinger, ja. Interessant auf jeden Fall. Aber gut. So, das heißt dann einfach so. An sich ist ja dann das Level schon vorbei. Okay. Gut, ich muss sagen, das war jetzt wieder extrem einfach. Vielleicht habe ich mich beim Level davor auch nur angestellt. Ich weiß es nicht, weil es das Spiel irgendwer anders gespielt hat und der da keine Probleme hatte, dann sagt's mir bitte, aber ich habe mich ja da ganz gehörig schlecht angestellt. Aber gut. Hier geht's einfach nur nach oben. Schalter und so weiter gibt's nicht. Finde ich sogar ganz gut. Mache ich mir irgendwie weniger Arbeit. Okay, ihr könnt sogar eure Schussrichtung ändern. Interessant. Und da ist ein Leben, das könnte ich inzwischen auch mal wieder gebrauchen. Ich frage mich nur, ob die ihren Rhythmus haben, wie sie schießen, oder ob sie quasi immer auf mich zählen. Das würde ich nur gerne wissen. Weil das ist nicht ganz ersichtlich im Moment. Aber gut, so, jetzt nach oben. Nein, warten wir kurz und zack. So, weiter hoch.
Okay. Ich würde aber gerne noch die gelbe holen, wenn ich schon hier bin. Na komm raus, du dumme Fledermaus. Du versaust mir das jetzt nicht. Gut, 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 gut. Jetzt müssten wir es geschafft haben. Das erinnert mich ein bisschen an Dark Castle, ey. Nein! Nein! Oh, gut. Gut, dass die Fledermaus keinen Instant hat. Ey, ich wäre jetzt sowas von ausgetickt. Und wieder kein Stern. Ich meine, wie viel schneller muss ich denn sein? Meine Fresse. Aber gut, der gelbe ist Donkey Kong. Das heißt, den können wir opfern. Dumme Affenfresse. Komm schon, mach dich selber kaputt. Schlag dich selbst. Warum schlägst du dich selbst? Ah, Mann. Komm. Komm, komm. Versuch dein Glück. Ah. Gut, immerhin. Immerhin. Ja, ein Leben. Gut, kann ich mitleben. Aber es sind nur noch 3 Level. Naja, eigentlich mit dem Boss halt noch 4 Level. Aber ich bin jetzt schon bei 26 Minuten und ich habe mir damals gesagt, wenn ich über 20 Minuten bin bei der Hälfte der Welt, dann mache ich lieber einen Schnitt. Das ist jetzt der Fall, deshalb wird die restliche Welt, so wie meine Laune ist, entweder, ich sag mal so, wenn dieser Part am Samstag hochkommt, kommt der Rest der Welt am Sonntag. Ist das nicht der Fall, kommt der Rest eben nächste Woche. Alles klar, das wäre das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und bis dahin.